Herzlich willkommen, liebe SCP-07-Fans, zu unserem Format Mein Lieblingsrezept. Heute mit Uwe Hünemeyer und wir hoffen, dass der Uwe uns was Tolles mitgebracht hat. Uwe, was kochen wir heute? Ja, hi Tobi, natürlich habe ich euch was Leckeres mitgebracht und zwar kochen wir heute Lachs mit Risotto. Ich bin gespannt, ob wir das so gut hinkriegen, wie ich sonst auch immer hinkriege. Also lass uns starten. Würde ich sagen, ab in die Küche, let's go. Okay. Dann sind wir hier in der Küche angekommen. Du hattest mir eine Einkaufsliste gegeben. Dann erklär doch mal unseren Zuschauern, was wir so alles hier haben. Genau, also wir haben ja hier unseren frischen Lachs liegen. Den werden wir später in den Ofen schieben. Jetzt kümmern wir uns aber ums Risotto. Und zwar haben wir dazu verschiedene Zutaten wie die Schalotten, wie Knoblauch, Parmesan, am Ende ein wenig Butter und natürlich den Risotto-Reis. Ja, als erstes würde ich natürlich anfangen, die Schalotten und das Knoblauch anzubraten. Dafür brauchen wir natürlich ein bisschen Öl und ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Jawohl, das Ganze dauert ja circa 25 Minuten. Das heißt, den Lachs können wir jetzt ja parallel schon mal so langsam starten. So, weil das beides gleich braucht. Als erstes benutzen wir ein bisschen Öl, kommt in den Topf rein, dazu kommen die Schalotten. Wir haben jetzt hier ein bisschen, füllen wir ein bisschen was rein. Wir sind ja unter uns. Genau. Dazu noch ein bisschen Knoblauch. Ich finde, Knoblauch gibt dem Ganzen immer einen schönen Geschmack. Natürlich muss man immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel ist. So. Und schon geht's los. Und du kochst auch viel selber zu Hause? Ja, doch. Also wenn die Zeit zulässt, wenn ich nicht, manchmal ist man natürlich auch ein bisschen kaputt vom Training, dann muss es auch mal schnell und einfach gehen. Aber wenn man mal so ein bisschen Zeit hat, dann koche ich mir auch gerne mal selbst was. Gerade so Risotto, muss ich sagen, ist echt eines wirklich meiner Lieblingsgerichte. Und was ich ja auch weiß, du backst ja sehr gerne. Absolut, absolut. Legendär sein Käsekuchen. Muss ab und zu auch mal sein. Man muss sich auch mal was gönnen. So. Jetzt füllen wir den Risotto-Reis hinzu und löschen das dann gleich mit dem Weißwein ab. Den haben wir wo? Das ist der Weißwein. Dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze erstmal einen Moment einfach nur ziehen. Absolut. Packen genau. Den Deckel drauf und ein wenig Zeit brauchen wir jetzt. Genau. Köcheln. So, Uwe, dann schauen wir mal, was du hier kreiert hast. Oh, wow. Ja, ich glaube, es sieht sehr gut aus. Zu guter Letzt machen wir jetzt noch ein gutes Stück Butter dazu, um das Ganze ein bisschen abzuschmecken. Ja, da können wir noch mal ein kleines Stück dabei machen. So. Und natürlich darf Parmesan auch nicht fehlen. Es gibt dem Ganzen natürlich dann noch mal einen schöneren Geschmack. Und dann sollte unser Risotto nahezu perfekt sein. Es riecht auf jeden Fall mega und sieht klasse aus. Konsistent sieht sehr gut aus. So, dann können wir das Ganze auch anrichten. Okay, du nimmst das Risotto, ich hole den Lachs aus dem Perfekt. Ofen und dann geht's los zum besten Teil des Tages, Essen. Sehr schön. So. Jawollo, da sind wir zu unserem Highlight. Es sieht, finde ich, wirklich klasse aus. Wir würzen den Lachs einfach jetzt ein bisschen im Nachhinein einfach nur mit ein bisschen Pfeffer. Einfach nur ein bisschen Salz. Auch hier wieder möglichst nicht schütten, sondern aus den Fingern raus, weil dann siehst du, wie viel du drauf packst. Und einfach nur ein bisschen frische Zitrone drauf träufeln. Das sieht sehr, sehr gut aus. Dann würde ich sagen, guten Appetit, Uwe. Schön, dass wir das Ganze gemacht haben. Vielen Dank, dass du uns in deine kulinarischen Welten mitgenommen hast. Sehr gerne. Also ich hoffe natürlich vor allem, dass es euch schmeckt, wenn ihr es mal nachkocht. Ja, ich bin ein großer Fan davon. Ich hoffe, ihr seid im Nachhinein auch große Fans davon und habt viel Spaß dabei. Und bedanke mich natürlich bei euch fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.